Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um Star Wars The Mandalorian gehen, also theoretisch nur The Mandalorian, die Serie. Ist ja jetzt auch zu Ende gegangen, auch eigentlich in Deutschland. Und ja, jetzt wollte ich auch mal eine Review über diese Serie machen. Ich versuche ein bisschen, also eigentlich spoilerfrei hier zu bleiben, falls es noch einige sehen wollen. Manche warten ja auch, bis es ganz zu Ende ist und gucken sich dann erst einen durch. Aber ja, hier haben wir es halt mit einem, wie der Titel es ja schon sagt, mit einem Mandalorianer, den wir immer nur Mando nennen, zu tun, also kriegen wir vorgesetzt, der dann ja, einfach Kopfgeldarbeiten zu tun hat, eigentlich auch sich nicht so wirklich mit Leuten befasst und ein Einzelgänger ist. Und die Serie bringt schon sofort so ein Western-Feeling rüber, so da, mit irgendwelchen Schießereien in irgendwelchen Bars oder so. Und natürlich dieses Kopfgeld-Ding. Dann bekommen wir aber auch es immer mehr mit den, also mit Mandos Vergangenheit zu tun. Neue Charaktere kommen dazu, mit denen er sich verbinden kann, beziehungsweise er sich weiterentwickeln kann durch Abneigung, die er gegen irgendwelche Kreaturen oder Wesen hat, jetzt ohne viel noch zu sagen. Und entwickelt sich dadurch ein bisschen mehr weiter und bekommt dann halt ja eine direkte Mission. Ich schätze mal, das ist jetzt kein großer Spoiler mehr, weil ich glaube, jeder von euch hat von The Child, sprich allgemeiner genannt Baby Yoda zu tun. Nein, es ist zumindest soweit wir es jetzt wissen, nicht Yoda wirklich als Baby. Also es kann natürlich sein durch Zeitreisen oder so, dass das irgendwie so ist, aber soweit wir wissen, ist es nicht Baby Yoda wirklich. Wir nennen es einfach nur Baby Yoda, weil wir nicht wissen, wie die Spezies von Yoda heißt. Und es jetzt Baby Yoda nennen, weil Yoda der bekannteste ist, den wir aus dieser Spezies ist, den wir kennen. Und das dann halt, weil das Kind auch keinen Namen hat, sondern einfach nur The Child heißt. Aber offiziell heißt es einfach The Child, okay? Weil es gibt Leute, die regen sich darüber auf. Manche Leute finden das eigentlich ganz süß. Ich finde es eigentlich ganz süß, so Baby Yoda zu nennen. Und ich finde den Kleinen auch so cool. Also, der kommt ja schon, also praktisch in der ersten Folge vor, dass man eigentlich nach, ja, etwas sucht und man erwartet dann halt ja eigentlich auch mit den dadurch, dass es gesagt wird, dass es so ein 50-Jähriger gibt, natürlich um auch ein älteres Wesen. Dann sieht man aber so ein kleines Babybett und erwartet dann halt vielleicht auch ein Baby, das kann man erwarten, aber dass es dann wirklich so ein süßes Baby ist, ja, das hat glaube ich kaum jemand erwartet. Und ganz ehrlich, ob es Funko-Pop-Figuren ist oder Lego-Sets, ich werde mir echt jeden Scheiß mit Baby Yoda holen, ey. Das ist so eine Merchandise-Falle, genauso wie Baby Groot. Da muss man einfach irgendwie alles haben, weil der so putzig ist, das ist so krass. Und dann gilt es halt, ja, für Mando zu entscheiden, möchte ich das Baby jetzt dem praktisch den Resten des Imperiums, könnte man sagen, übergeben und Geld damit machen, oder möchte ich es in Sicherheit bringen und, wie er sagt, zu seinesgleichen bringen. Aber damit jetzt die Kultur, also die Wesen meint, oder zu irgendwelchen machtsensitiven Menschen, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, die Serie hat auch richtig coole Momente, so wenn er zum Beispiel gegen irgendwie so ein Monster kämpft und Baby Yoda dann ihn dann noch raus rettet und auch generell. Aber ich möchte, wie schon gesagt, ich möchte eigentlich ja nicht zu viel spoilern. Und es gibt ja, das Coole ist auch so, dass man auch der hat natürlich bei so einer Serie unterschiedliche Regisseure an den jeweiligen Folgen hat. Und zum Beispiel die letzte Folge macht Taika Waititi, und du merkst es bei der sehr ersten Sekunde. Man merkt es an der ersten Sekunde. Sobald du anfängst, ein bisschen was zu lachen, merkst du, das ist Taika Waititi. So, ne? Aber generell einfach dieser Western-Look, auch wie gut das also aussieht. Die haben auch ich muss mir noch die Extras angucken, weil die haben ja auch nicht richtig, also nicht normal Greenscreen genutzt, sondern halt so eine Art Modell-Greenscreen. Da hast du dann halt irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, gesehen habe, hat man da ein Teil gebaut und dann halt hinten im Hintergrund so ein Bildschirm, der aber nicht einfach grün ist, sondern im Nachhinein gemacht wird, sondern da ist wirklich sowas drauf, und das kann sich dann, ist dann halt auch so, so nennen wir das, oval gebogen, irgendwie so gebogen halt. Und da ist dann halt diese Landschaft schon drauf projiziert, und dann kann man das halt so perfekt irgendwie schon filmen. Und das funktioniert sehr gut. Also es sieht alles richtig gut aus. Wenn ich das jetzt auch richtig, diese eine Folge von dieser Serie hat genauso viel gekostet wie A New Hope damals insgesamt. Da hat man auch richtig viel Geld investiert. Auch die Kostüme der Kreaturen sehen klasse aus. Generell die Kreaturen. Wir sehen auch viele, also auch manche Tiere, die wir auch nur aus Clowns kennen, aber jetzt auch mal in real sehen. Wir bekommen halt auch einfach ein bisschen von den Mandalorianern was mit, beziehungsweise dieser Hype der Mandalorianer kommt ein bisschen mehr jetzt hoch durch diese Serie, weil man einfach den Charakter sympathisch findet und ein bisschen in diese Kultur eintaucht und dann halt einfach mehr erfahren möchte. Das ist gut, das ist sehr gut so. Und natürlich dann noch Baby Yoda und andere Figuren dann noch, die hier dazukommen.
und dann auch noch das Ende. Also, ich, wie schon gesagt, ich möchte nichts spoilern, aber die Leute, die das Ende gesehen haben, wie geil ist das? Wie, also, man kann richtig, also, man hat mit dieser Serie jetzt richtig so die Chance, so, ja, Rebels, Clone Wars und so alles zu verbinden und ja, da auch viel weiter zu erzählen, was man in Rebels halt eigentlich so angefangen hat, sagen wir mal so mit ein paar Sachen, ohne jetzt noch zu viel zu sagen. Und ja, also, ich fand die Serie richtig gut. Für mich war das theoretisch, wenn man davon ausgeht, ja, dass es eigentlich original letztes Jahr rausgekommen ist. Für mich ist Mandalorian die beste Serie 2019. Also ganz klar. Und mal gucken, was dieses Jahr noch so kommt. Theoretisch könnten wir Deutschen dann auch sagen, ja, das ist für uns die beste Serie 2020. Je nachdem, was dieses Jahr noch kommt. Es kommt ja auch noch die zweite Staffel. Mal gucken, die könnte es verbessern, vielleicht aber auch verschlechtern. Es kann ja auch sein, dass man mal bei der zweiten Staffel denkt, na, das ist längst nicht so gut wie die erste Staffel. Mal gucken. Obwohl ja schon angekündigt wurde, dass Ahsoka Tano einen Cameo-Auftritt bekommt. Da bin ich echt gespannt, weil ich liebe diesen Charakter. Das ist für mich nach Obi-Wan meine Lieblings-Jedi und die bekommt, wird aber von, ich weiß nicht, wie die mit Vornamen haben, aber Dawson heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen, die wir halt aus Daredevil schon kennen. Die könnte eine gute Wahl sein, also ich finde die jetzt nicht schlecht, also so nicht, aber ich lasse mich einfach erst überraschen, wie das halt mit Make-up, weil das Ding ist halt im Großen und Ganzen, ist es halt gut, die hat halt hat große Lippen, das ist gut, das ist halt bei Ahsoka eh nicht so und wir haben es ja auch mit einer erwachsenen Ahsoka zu tun, darum ist das auch gut, sie ist auch relativ groß, finde ich, glaube ich. Wirkt zumindest immer so auf Bildern. Und ja, mal gucken, wie das mit dann mit dem. Es liegt halt wirklich, finde ich, am Make-up und so weiter, wie das dann im Endeffekt aussieht. Also, wie man dann das mit den Mustern hinbekommt, wie man das mit ihren ganzen Elementen und das, diesen Tentakeln, Hörnern hier so hinbekommt. Also, das ist aber auch so eine Sache. Aber zum Beispiel Darth Maul ist für mich auch so ein Charakter irgendwie so. Den fand ich im Film ganz cool und so, aber der wurde echt noch in den Serien noch ein bisschen cooler ausgebaut und so weiter. Also vom Look her meine ich jetzt, also vom Charakter her keine Frage, dass er da ausgebaut wird, ist ganz klar. Aber ich meine jetzt, vom Look her fand ich den dann auch da in der Serie noch ein bisschen cooler irgendwie, noch ein bisschen aggressiver. Aber mal gucken, wie das jetzt mit Ahsoka noch wird. Wird aber wahrscheinlich auch nur so ein kleiner Auftritt sein. Also ist jetzt wahrscheinlich, soweit man weiß, ist das jetzt kein Riesenauftritt, so wo die eine halbe Staffel oder so mitmacht. Ja, also ich bin total, also für mich ist das auch so überraschend, dass diese eine Serie, die eigentlich auch nur eine Serie ist und auch noch mit unbekannten Charakteren, einfach für so viele Menschen, mich eingeschlossen, besser funktioniert als die neue Star Wars Trilogie. Ich bin ja sogar noch jemand, der sagt, gut, die haben natürlich, haben die viel verkackt. Die haben keine Kontinuität privat, die haben nichts geplant, alles lief irgendwo schief. Aber irgendwo mag ich viele Charaktere. Ich bin sogar jemand, der mit Luke in Episode 8 gut klarkommt. Aber trotzdem bin ich auch der Meinung, dass Mandalorian Staffel 1 besser ist als jeder dieser drei Filme. Und das ist ja, das ist für mich eigentlich schon genug gesagt, um diese Serien anzugucken. Also, wer da jetzt noch Zweifel dran hatte eigentlich, so guckt euch diese Serie an, die ist so gut. Auch wenn ihr mit, gut, auch wenn ihr mit Star Wars nichts zu tun habt, könnt ihr euch die ruhig mal angucken, weil die ist relativ losgelöst. Es macht halt vielleicht nur mehr Spaß mit ein paar Anspielungen, wenn man es viel von Star Wars kennt. Aber wenn man sie nicht kennt, ist es auch nicht schlimm. Also, das ist dann so, dann ist das für denjenigen einfach nur irgendein Tier oder so. Aber im Großen und Ganzen wird hier mit Mando und mit den ganzen Charakteren einfach was Eigenständiges aufgebaut. Nur, dass Ende, das könnte dann halt für einen so banal wirken, so egal, was für ein Fan von Clone Wars und Rebels irgendwie ein bisschen heftiger wirken könnte. Aber egal, von mir bekommt diese Serie eine 10 von 10, also bis jetzt zumindest die erste Staffel. Also das mit den Aussagen, dass es besser ist als die aktuelle Trilogie, die beste Serie des Jahres, ist das für mich einfach so ein Faktor, wo ich sage, ja, das hat eine 10 von 10 verdient. Ich liebe den Ton, ich liebe die Musik, über die Musik habe ich gar nicht geredet. Die Musik ist richtig toll hier, auch eigenständig und nicht nur die ganze Zeit irgendwas von Star Wars und so weiter geklaut, sondern auch eigenständig und macht selber tolle Musik. Tolle Charaktere, glaube ich, habe ich schon gesagt. Und auch eine coole Story und auch so, dass diese Serie ist auch so aufgebaut, dass man auch jede einzelne Folge hat eine eigene Mission und schließt sich dann aber allgemein halt ab. So, ne? Das ist dann auch ganz cool, dass man halt vielleicht auch als Zuschauer, je nachdem, was man noch mag, die eine Folge cooler findet als die andere, beziehungsweise die Mission cooler findet als die andere und die Dynamik und so weiter und so fort. Zum Beispiel eine Folge, da wird auch ganz klar, dass da die eine Schauspielerin aus Jurassic World mit die produziert hat, weil man wirklich so durch paar Sachen, wirklich so Jurassic World T-Rex Feeling hat, wenn er so ein, ich glaube AT-ATs heißen die,
AT-STs. Ich bin mir bei den Fliegern und so weiter, bei Star Wars kenne ich mich so richtig schlecht aus, weil mich die auch immer am wenigsten interessieren. Aber wenn der dann halt so da in so einem Gebüsch, so ein Wälder da so sich versteckt und rauskommt, wirkt das halt schon so T-Rex-mäßig. Aber ja, das aber so weiter von mir zu dieser Serie. Ich habe sie geliebt. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, ob ihr sie genauso geliebt habt, ob ihr sie noch besser findet oder ob ihr mit der Serie gar nichts anfangen könnt und gar nicht verstehen könnt, was jetzt gerade los ist und was ihr an der Serie so beliebt habt. Wie findet ihr Mando? Findet ihr den cool als Boba? Findet ihr den viel, viel schlechter als viele andere Mandalorianer? Was haltet ihr von Baby Yoda? Wollt ihr Yoda nie wieder sehen und nur noch Baby Yoda haben? Ja, das würde mich mal interessieren und das soll es dann aber soweit gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.